So, das ist War of Gameplay Teil 1. Nehmen wir mal neue Planeten. Nehmen wir mal den hier, der ist schon scheiße. Ich mein Planet. Ich weiß, das ist dein scheiß Planet. So, wir haben jetzt schon auch alles frei. So, wir fangen mal ganz von vorne an. Machen mal Fleischfresser. Und holen uns dann alles vom Maul. So, dann gehen wir mal auf weiter. Nehmen wir mal leicht. Und dann nennen wir den mal. Ja, wie nennt man den? Let's Play. Genau, also wir nennen den jetzt Let's Play. So, wir haben jetzt unseren Charakter, Let's Play. Jo. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt sind wir im Wasser. Ja, also, ja. Man hat es jetzt im Wasser. Wir fressen natürlich Fleisch. Das sind die Roten. Das sind Fleischfresser. Und desto mehr man frisst, umso weiter entwickelt sich das etwas. Die Kreatur. Man kann jetzt auch andere angreifen. Wenn man schnell genug ist. Desto mehr man frisst, umso größer wird man dann halt. So, man kann. Aha. Ja, das ist Stacheln. Was brauchen wir? Stacheln können einen Schaden finden. Darauf wollte ich eigentlich. Jetzt kommt er an, ja genau, jetzt kommt er zum Gegner. Hm, ja. Normalerweise kommt er noch von links. Immer unterschiedlich. Bei mir kommt er immer von links. Bei mir kommt er immer von rechts. Dann gehen wir mal dahin. Dann kann man sich hier so Teile aufnehmen. Jetzt haben wir zum Beispiel Stachel. Nachdem man halt auf diesen Button geklickt hat, kommt man dann in sein Baumenü, wie man es nennen will. Und da kann man sich jetzt alles Mögliche dran bauen. Je nachdem, was man halt ganz haben möchte. Muss man Small hin dran bauen. Machen wir erstmal Schwanzgrößer. Da kann man hier mit Scrollen Wirbel vergrößern und verkleinern. Was sehr witzig aussieht. Moment. So. So. Ich gebe dir mal eine Schwanzflosse. Nehmen wir mal andere Augen, die sind ja komisch. Sieht noch blöd aus. Los, wir machen Zyklopen. Ja, Weil auch so Viecher rum. Naja, so finde ich. Das sieht auch ganz niedlich aus. Nehmen wir noch so stylische Stacheln auf jeder Seite. Ach, naja, lass mal. Na, jetzt müssen wir wieder einen Namen eingeben. Das formen wir unser Planet. Den nennen wir jetzt mal Let's. So, den nennen wir jetzt Let's Play 2. Und wir setzen uns Reise in den Weiten des Meeres erstmal fort. Ein Ei, das lüpft. Ja, nachdem man das gemacht hat, kann man hier weiter rumschwimmen. Kann immer noch witziges Zeug fressen. Muss aber aufpassen, dass die anderen hier nicht in die Nahrung klauen. Ja, man kann die anderen aber auch angreifen, wenn man es geschickt macht. Wie gesagt, geschickt. Und kann sich Teile abrackern. Ja. Da oben steht auch. So. Ganz oben links steht auch eine Mission, da muss ich alle Teile im Meer sammeln. Das ist sehr schwer. Das ist unser kleiner Kollege, der einen umgebracht hat. Den bringen wir auch nochmal. Versuch mal anzugreifen. Oh, scheiße, weg hier. Okay, da gibt es auch noch so übermäßig große Kreaturen. Wie hier verschwommen im Hintergrund. Das sind dann diese ultimativen. Und da ist eine Qualle. Ja, toll, die haut uns weg. Das Spiel ist eigentlich auch sehr realistisch gestaltet und sollte eigentlich auf fast jedem Computer laufen. Ja. Oh, wir haben ein großes Vieh angegriffen. Kriegt ihr noch das große Vieh zu?
Ding hat eine Düse. Geil. Wenn der Pisa schreibt, ich an. Man kann auch selbst sehr viel Lebensenergie verlieren, wenn man unachtsam ist. So scheiße. So. Man kann sich ja auch so Kreaturen kriechen von. Nee. Geh doch drauf, Mann, Junge. Headshot. Headshot im Wasser, ey. Komm her. Headshot im Wasser. Na klar. Sind so langsam. Oh, die haben was Witziges. Wir wollen umzubringen. Klappt nicht, klappt nicht. Super hilfreich. Du musst ein Alpha-Tier killen, um die Teile zu erhalten. Erfolg mit meinem Alpha-Tier. Sollen wir das mal die Düse machen? Wir haben eine Düse. Man kann eigentlich zu jeder Zeit, wann man Lust hat, immer wann man will, auf den Fortplatzungs-Button klicken. Dann erscheint hier so ein Schall und dem muss man dann einfach folgen, wie schon vorher mal gesehen. Das geht jetzt schon über 6 Minuten, wenn ich richtig liege. Dann bauen wir die mal ab und bauen uns mal eine hübsche Düse an. Oder, ja, mach mal eine. Na was, was machst du? Geräusch. Eine Düse, jetzt sehen wir aus wie... So, jetzt sind wir erstmal schneller. Jetzt gehen wir hier richtig ab. Wir haben alle möglichen Putzis killen. Hier. Was ich schade finde, im Wasser ist... eigentlich, die Wassersequenz ist eigentlich sehr kurz, aber trotzdem eigentlich recht schön gestaltet. Und man wächst leider zu schnell, deswegen hat man eigentlich meist nie genug Zeit, um sich alle Teile zu machen. Ja, deshalb ist das Spiel auch ein bisschen sehr unübersichtlich, was auch von Dungeon oft kritisiert wurde, aber Spaß macht es trotzdem. Ups, voll in die Gipfel gekommen. So sieht man aus, wenn man stirbt, also ja, man sollte auch aufpassen. Diese glitzernden Teile, immer wenn irgendwas glitzert, auch an Land, da sind Teile drin. Jetzt haben wir eine Giftdüse entdeckt. Schade ist, dass man sich hier nur in den ersten zwei Phasen verändern kann. Ja, man kann sich, naja. Na gut, man kann sich auch noch in, na gut, körperlich kann man verändern. Danach in den nächsten Phasen legt man dann eigentlich nur noch Rüstungen an oder ähnliches. Zum Beispiel dann in der Stadt oder so. In der Stadt, na, kommt noch alles, kommt noch alles. Versuchen wir hier umzubringen. Oh, den hier will ich. Ey, das ist ein Allesfresser-Maul. Das mein ich. Vorsicht, Angst von hinten. Ich hab gerade gesagt, den will ich. Das ist nicht so einfach. Okay, wir haben uns vorgenommen, ein Allesfresser draus zu machen. Hoffentlich war das auch was. Hau ab. Ah, wir wurden gefressen. Kalt und brutal. Wir suchen uns wieder diesen Allesfresser. Ich weiß genau, wer anfängt. Oh. Ja, klar! Allesfresser sind geil, dann kannst du Gegner aussaugen. Ja, hör, die jetten durch die Stolz, guck jetzt aus. Das hier sind solche Teile für. Also, wie man da sieht. Als Allesfresser kann man dann nur noch solche kleinen Pflanzendinger aussaugen. Diese fliegende, umherfliegende Fleischteile kann man dann nicht mehr essen. Da muss man dann schon die Gegner aussaugen. Das werden wir auch gleich mal sehen. In der ersten Phase geht es eigentlich darum, wie man sich ernährt. Ob man Fleischfresser, Allesfresser oder Pflanzenfresser ist. In der zweiten Phase geht es dann darum, wie man handelt. Ob man sich mit den anderen Messern verbindet oder sie aufrisst oder so ein Mittelweg ist. Man ausrüstet und man verbindet. So, und das gleiche gilt dann auch für den Stadtteil. Aber dazu kommen wir dann in ein paar weiteren Gameplays. Jetzt pflanzen wir uns erstmal fort und bringen neue Teile an, die wir jetzt gefunden haben. Oh yeah. Der Gameplay geht jetzt auch schon 10 Minuten und wir machen dann das nächste Mal hier weiter. Bis zum nächsten Gameplay. Mit bei Erik und Chris.